Hallo und herzlich willkommen zu Let's Match Wargear. Heute treten die Redaktionen Holtex mit dem Wargear V1. Ihr seht es hier gegen die Mineworld Gamers mit dem Wargear V4A. Ihr seht es da an. Ich bin der Kumpel, ich bin der Ersatzmoderator, weil die geplante Besetzung kurzfristig dazu abgerufen wurde, den Eurovision Song Contest zu moderieren. Da bin ich schnell eingesprungen, Ahnung von Wargears habe ich allerdings keine. Ich werde dennoch versuchen, euch gut zu unterhalten. Wenn mir das gelingt, setzt jeder der beteiligten Kämpfer als Bezahlung einen Dirtblock auf meiner Server-Map. Eine große Hilfe, die ich dringend brauche, und so werde ich mir auch alle Mühe geben. Doch nun lasst uns sehen, wie es bei den gegnerischen Teams aussieht. Wir fangen an mit den Gästen, mit der Redaktion Holtex. Wie geht's euch, Jungs? Hallo, uns geht's eigentlich ganz gut, denn wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir das Ding hier gewinnen werden. Unser Wargear ist zwar ein V1, aber die Redaktion Holtex war ja immer schon dafür bekannt, vernünftige Sachen zu bauen. Und dieses Wargear ist vollgestopft mit Ingenieurskunst und hoher Technik und wir werden die anderen einfach nur platt machen. Das hört sich gut an. Bullige, der Professor sagte eingangs, ich erwarte den Sieg von Redaktion Holtex so sicher wie das Amen in der Kirche. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nichts, wir werden die Typen da drüben platt machen. Na, dann wenden wir uns mal den Typen da drüben, den Gastgebern zu, den Mineworlds Gamern mit ihrem Wargear V4A. Wie geht's euch, Jungs? Ja, also, hallo erstmal an alle, die diesen Tag mit uns gemeinsam verfolgen werden, und wir sind unglaublich entschlossen. Wir werden dieses Ding hier sowas von rocken, auch wenn unser V4A in der Technik dem V1 angeglichen ist, um etwas Fairness herauszukitzeln. Aber da wir schon etwas mehr Erfahrung mit Wargears haben, denke ich, dass wir die Redaktion heute sowas von ja platt machen werden. Ja, sehr geil. Matze, eingangs sagte der Romanes, ich habe noch nie einen Kampf mit eigenem Wargear verloren. Hast du dem was hinzuzufügen? Also da hat mein Kumpane aus meinem Team vollkommen recht. Wir haben einige Wargear-Kämpfe schon gemacht und er hat mein Wargear haushoch besiegt. Und mit unserer Erfahrung werden wir es schaffen, die Redaktion und ihr Wargear V1 zu durchlöchern und zu vernichten. Ja, ihr hört es, wir dürfen gespannt sein auf einen spannenden Fight. Und ich würde sagen an dieser Stelle, Let's Match, geht in den Ring, Jungs. Jo, da sind wir diesmal alleine und wir bereiten uns jetzt ein bisschen vor auf den Kampf. Wir können die Kiste hier leeren, das können wir alles aufnehmen hier. Und dann können wir schon in unser Wargear gehen. Eine Kanone, unsere Hauptwaffe, ist schon vorgeladen. Was nehme ich denn jetzt da alles mit? Alles oder wie? Alles, ja. Aber irgendwie passt nicht alles in mein Inventar rein. Da müssen wir mal gucken. Ja. Also diese Kleinteile sind wichtig. Wie die Spitzhacke zum Beispiel. Die Sticks, die kommen da hin. Druckplatten. Braustände können wir da lassen, denn wir haben ja eh nur Druckplatten bei uns verbaut. Auf jeden Fall noch Pfeile. Ja, die habe ich dabei. Pfeile und Bogen habe ich. Leitern sind ja auch sehr wichtig. Habe ich auch. Also ich habe jetzt alles bis auf die Braustände und die restlichen TNT-Blöcke, die da nicht reinpassen. Des Weiteren, ja gut, die ganzen Baumaterialien, die lasse ich erstmal in meinem Inventar, oder? Und nicht in der Schnellstack-Leiste. Ja, ja. Oder wie sieht das aus? Wie macht man das? Ja, also TNT ist wichtig. Das mit dem Redstone zum Reparieren hinterher. Von Teilen, so können wir Sachen reparieren. Und Essen, nimm Essen mit, ist ganz wichtig. Ja. Also, eins ist Bogen, zwei ist Diamantspitzhacke, drei ist Futter. Ja, mach, was du willst. Ich habe den Bogen noch nicht genommen. Den brauchen wir noch nicht. Gut, dann kommen wir mit. Dann gehen wir mal in unser Wargear rein. Unser Wargear ist ziemlich hässlich, denn wir haben uns natürlich erstmal auf die Technik konzentriert. Für unser erstes Wargear, da habe ich lange dran getüftelt. Und der Romanes hat mir Kanonen gezeigt. Und die haben nur 3 Blöcke an Schaden gemacht. Ja, und dann hat er halt ein Wargear gebaut, womit er auch so ungefähr 3 Blöcke tief Schaden macht. Und dann habe ich aber mit den Kanonen so lange getüftelt, bis ich dann irgendwann auf 14 Blöcke Tiefe war. Und jetzt hat er auch nochmal ein bisschen nachgelegt mit seinem Wargear. Es sollte ein interessanter Kampf werden. Und ich würde sagen, Bulliger, du gehst zur Hauptkanone oben, die dunkelgrüne, und feuerst die ab. Und ich fange erstmal hier unten an.
Jo. Ne, also du, es reichen bei der Hauptkanone 2 Schuss, glaube ich. Dann sind die zerstört. Dann sind die platt. Also dann haben die da erstmal einen Schuss in ihre. Ordentliches Loch. Ich Noch muss weiter mal hoch, höher. Ne? noch weiter hoch, genau. Nein, hier nicht. Dann haben die ein ordentliches Loch. Und die Treppe hoch, gehen die leider auch. Da haben die, ja, also, da schießen wir in die Kommandozentrale von denen rein und kommen ziemlich tief rein. Also mach einfach 2 Schuss damit. Und dann würde ich sagen, gehst du nach ganz oben. Nee. Und dann gehst du ein tiefer, genau. Dann gehst du ein tiefer. In die gelbene Ebene. Und nimmst nicht die mittlere, sondern hier die. Nee, warte Okay. mal, das sind doch die mittleren. Nee, die äußeren nimmst du. Hier die. Die Du äußeren hast nimmst gesagt, du. die Äußeren schießt vorbei. Nee, das war oben. Okay. Ganz oben. Also die nimmst du dann. Aber erstmal die Hauptkanone 2 Schuss. Erster Schuss auf 1, zweiter Schuss auf 1, dritter Schuss auf 2. Kriegen wir schon hin bei dem Hauptkanon, genau. Also. Mach einfach den ersten, nee, mach den ersten auf 1 und den zweiten auf. Jetzt bei der Hauptkanone. Genau, den ersten auf 1 und den zweiten auf 2. Gut. Aber bei Okay. den normalen Kanonen, da ist der erste. Bei den normalen Kanonen ist es 1, 2, 2, 3, 4. Okay, ich schreibe mal bereit. Okay, ich begebe mich an den Knopf. Dann kann es jetzt losgehen. Erst wenn der Countdown auf 0 gegangen ist. Ich muss das wahrscheinlich auch machen. Na, jetzt soll es eigentlich langsam losgehen. Rüstung hast du an, ne? Ja, gut. Okay, dann machen wir die jetzt fertig. Ich bin richtig aufgeregt. Unser Wargi ist ziemlich gut aufgebaut. Wir haben hier immer verschiedene Farben pro Ebene. Rot ist die untere und dann geht das Regenbogenfarbig nach oben, damit man sich leicht orientieren kann. So. Marien. Jo. Naja, immer mit der Ruhe. Also Ich habe das auch noch nie du, bei gemacht. Null drückst du den Knopf, ne? Mit Rechtsklick, ne? Ja. Ach, Und Mann. danach belade ich sofort wieder die Hauptkanone und feuer Feuer ab. nochmal, ja. Aber stell die auf 2. Okay, geht los. Warte. Siehst du ja unten, ne? Ja. Auf Null darf ich feuern. Ja. Bumm gemacht. Okay. Oh Mann. Das ist nicht so, wie ich es geübt habe. Rein. Ich belade jetzt die auch mal ganz schnell. Ich bin richtig angespannt, das merkt man vielleicht. Oh nein. Ich habe so das Gefühl, die geben uns ordentlich Breitseite schon. Die haben auf jeden Fall eine höhere Schlagzahl als wir. So, gleich kommt der zweite Schuss. Da stelle ich die Ticks mal nach. Jo, meine Ticks stehen auch auf 2. Ich hatte ein kleines Problem. Was für ein Problem? Es ist aber nichts in die Luft geflogen, oder? Nein, noch nicht. Hat alles geklappt. Ja, soll ich die Hauptkanone noch einmal laden? Ja, mach noch einen dritten Schuss auf. Drei. Mach. Nee, mach den auch auf 2. Aber bis jetzt ist auch, glaube ich, noch kein Alarm losgegangen. Ich höre zumindest nichts. Nee, ich auch nicht. Ich habe auf 2 Ticks. Den dritten Schuss nehme ich mal auf 3 Ticks.
Nee, nee, der dritte auch auf 2, genau. Boah. So. Und Feuer. So, dann gehe ich mal hier in die Seite rein. So, zweiter Schuss geht raus mit 2 Ticks. 3, 2, 1, los. Oh, hier ist eine Leiter kaputt gegangen. Die beschießen uns, glaube ich, von oben. Von oben? Ja, zumindest sind mir jetzt Leitern hier an der Leiter entgegengekommen. Haben die unser oberes Kanonendeck schon zerstört? Ich weiß nicht. Zumindest da oben sehe ich schon die Luft. Die schießen ein bisschen über unser Kanonendeck. Also 3 ist noch aktiv. Nehmen die Artilleriekanone dafür? Weiß ich nicht. Das Blaue? Kann ich aus dem Blauen, im Blauen, schon an der Leiter in die Luft gucken. Soll ich einmal die Blaue abfüllen und abfeuern? Okay, die ist schon beschädigt. Dann nehmen wir die hier. Ja, nimm eine, wo nicht der Alarm losgeht. Ja. Aber blaues Deck, ne? Ja. Okay. Oder soll ich nochmal Hauptkanone? Nee. Warst du schon mal in unserer Kommandozentrale? Nee, ich habe noch nicht geschaut, aber ich schau gleich mal nach. Aber ich setze hier erstmal jetzt 2 Schuss ab. Donner, das reicht. So, erster Schuss auf blau links oder rechts. Ist raus. Ja, hat geklappt. Soll ich es noch einmal riskieren, obwohl ja, hier mach schon noch die mal. Lichtanlage. Nee, dann nicht. Die dann Lichtanlage, weg. Die ist angekratzt. Dann weg. Die schießen durch. Dann ja, weg. Dann hau ab. Raus ja. Da. Blaue Ebene ist dann nicht mehr okay. Dann geh eine tiefer. Dann mache ich die grüne rechts. Ne? Okay, ja. Ich gehe gleich mal in die Kommandozentrale und schau mal nach, wie es da aussieht. Also wir dürften denn eigentlich viel Schaden gemacht haben mit unserer Hauptwaffe. In der Mitte sollte eigentlich ein großes Loch sein. Das waren jetzt so. Erster Tick. So, schnell verstecken. So, noch ein auf 2 losschießen. Jetzt kommt nichts mehr von dem, was ist los? Oh. Meiner ist raus. Okay. Ich mach noch den zweiten. Meiner ist doch, gleich auch raus. Gefeuert. Okay, ich mach noch einen. Den zweiten bei den normalen Kanonen auf 1, ne? Den zweiten auf 2. Ersten auf 1, zweiten auf 2. Und dann 3 auf 2. Genau. Okay. So, noch einmal neues TNT ins Inventar. So. Das war jetzt sehr riskant. So, ich mache jetzt hier mal auf 3. So, und dann feuer ich mal. Feuer ist raus. Und dann gehe ich jetzt runter. Okay, ich schau mal in der Kommandozentrale jetzt eben nach. Jo. Vielleicht steht die auch gar nicht mehr. Ich glaube, die schießen gegen Gelb, aber ich bin mir nicht sicher. Gelb ist unten, ne? Warum sehe ich die gerade nicht? Die Sichtweite? Grafikeinstellung? Hä? Sichtweite ist bei mir schon auf Maximum. Warum sehe ich die nicht? Ah, jetzt rendert das. Oh, wir haben die ordentlich getroffen. Ja, wir müssen auf die linke Seite und die rechte... Die schießen nur noch mehr von unten. Die sind wahrscheinlich schon ziemlich platt. Dann versuchen wir mal auf die unterste Ebene, auf die gelbe Ebene zu gehen. Und okay. Dort die rechte und linke Kanone abzufeuern. So, ja. Also, ich bin jetzt bei grün oder noch ein tiefer? Gelb. Gelb, also noch ein tiefer. Ja. Also, unser Woggy sieht noch richtig gut aus. Ja? Ja. Soll ich gelb Mitte gehen oder? Orange? Nee, rechts und links. Gelb, rechts und links. Oder? Orange? Ist das orange? Oh nee, dann geh nach Orange. Ja, genau, ich habe mich vertan, ich habe mich vertan. Ich bin nämlich noch ein unter dir. Orange Mitte bin ich jetzt. Nee, geh nach rechts oder links. Ja, orange rechts bin ich. Gut, dann gehe ich orange links.
Also wir haben jetzt bis jetzt zwei Kanonen von uns ausgeschaltet. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ah, jetzt rum hat er hier in der Nähe gewunst. Ach, die schießen mit ihrer Höhenstreu. Mhm. Das heißt eigentlich, dass die anderen Waffen schon verloren haben. So. Was die da Angst haben und sich da unten verkriechen. Da können wir natürlich nicht so hinschießen. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir hier mit den Gelben schön reintreffen können. Mhm. So, erste ist raus. Meine erste ist auch raus. Da ist nichts passiert. Doch, jetzt. Inwiefern nichts passiert. Okay, nee, das sah gut aus. Das sah gut aus. Meine erste ist raus. Das hat nur ein bisschen gelackt, habe ich so das Gefühl. Weil hier im Moment ja auch viel passiert. Mhm. So, den zweiten auf zwei? Nein. Den zweiten auf zwei. Gut. Und Feuer. Zweiten auf zwei, ich feuer auch. Okay, den dritten auch auf zwei. Mhm. Natürlich, wenn der Lauf beschädigt ist bei uns, dann fliegen die natürlich auch nicht mehr so gut, unsere Projektile. Aber ich glaube, das sieht noch wirklich sehr gut aus hier. Ja, bei mir sieht auch noch alles in Reihe und Glied. Jetzt habe ich mich ein bisschen... Vor allem, ich finde, die Kanonen gehen schnell zu beladen, weil die auch nicht so kompliziert sind. Man muss nichts oben drauf packen. So, Feuer. Zweite auf zwei. Was ist jetzt schon meine dritte, die ich geschossen habe? Ich glaube, ich stell jetzt mal auf drei auf. Oh, da ist irgendwo ein Alarm losgegangen. Jo, bei mir. In der Mitte, oder? Nee, rechts. Mitte wäre noch verfügbar. Dann geh in die Mitte. Oder sollen wir mal in unsere untere gehen? Ich mach nur mal einmal Mitte. Vielleicht schießen die auch ein bisschen über uns. Dass sie jetzt nur die Redstone-Leitung... Hier ist irgendwas gezündet. Ach, du. Ja, meine. Okay, ich schaue noch mal in der Kommandozentrale nach und schau mal, wie das aussieht. Hier ist noch alles intakt. Was wieder? Ich sehe wieder das gegnerische Wargame nicht. Das rendert wieder nicht rechtzeitig. Okay, verdammt, ey. Ich habe doch 120 Frames. Option. Grafikeinstellung. Fertig. So. Oh, boah, wir haben die ordentlich kaputt gemacht. Ich glaube, die schießen wirklich von unten. Sollen wir dann auch von... Geh mal, grün rechte Seite. Und schieß da nochmal. Grün rechte Seite. Ja, sobald ich hier Mitte nochmal gemacht habe. Oder war das gelb? Ist das gelb? Ne, geh lieber gelb, gelb rechte Seite. Gelb ganz rechts. Ich schieße nur einmal die Mitte. Ja. Zweitschuss auf zwei. Zweitschuss auf zwei. Ja, Feuer ist raus. Also okay. Ich bin jetzt bei Orange. Gelb. Ja, ein höher, geh noch gelb. Ja. Okay, Mitte. Gelb, Mitte. Nee, gelb rechts. Gelb rechts. Gelb rechts. Ich hab's erreicht. Ich schieß den auch einfach mal eine Salve so rein. Bist du jetzt unten? Unten, ja, ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die funktioniert. Ich hatte die vorher nicht noch einmal abgeschossen. Die habe ich nämlich vergessen, die Kanone hier. Ich gehe einfach mal schnell weit weg. So, warte mal, hier, das wird noch voll gemacht. Hier ist auch kein Alarmsignal. Okay, so. Dann Feuer.
Meins auch Feuer. Oh, da drüben ist aber jetzt lange nichts mehr gekommen. Da ist lange nichts mehr gekommen. Ah, doch, jetzt. Oh. Wo haben die reingeschossen? Hä? Da, wo ich jetzt gerade war. Zumindest bin ich rumgeflogen und habe ein bisschen Leben verloren. Ja, wo warst du gerade? Bei Gelb? Gelb. Rechte rechts. Seite? Oh Mann. Aber ich glaube, ich war... Hier ist noch alles intakt. Ich glaube, ich war einfach in der Nähe nur. Ich bin... Hab ein halbes Herz verloren. Okay, dann schieß weiter, ja, wenn noch alles intakt ist. Ich glaube, ich war einfach nur zu nah dran. Dann gebe ich hier auch mal einmal mit der Kanone noch her. Ich höre echt nichts mehr von drüben. Bestimmt schleichen die sich hier in unseren Walkie und wollen uns mit dem Schwert knallen. Ah, das glaube ich nicht. Das wäre ja regelwidrig. Ja? Wobei man weiß nicht, die haben ja einen Ruf zu verlieren. Das ist nämlich unser erstes Walkie hier. Wir haben ja noch ganz wenig Ahnung davon. Der zweite auf zwei? Zweiter auf zwei. Wie oft du das jetzt schon gefragt hast. Ganz Aber man oft. Muss dazu sagen, wir haben nicht viel trainiert. Gar nicht. So gesehen. Ich schieß auch raus, pass auf. Komm nicht zu nah bei mir ran. Nee, ich belade jetzt wieder. Ah, jetzt kam von drüben wieder was. Auf der Seite, auf deiner Seite? Ich weiß nicht, oder vielleicht war das der Nachhall von dir. Aber die haben gelb-linke Seite zerschossen. Wollen wir mal nach grün-linke Seite gehen? Ja, ich mache hier jetzt auch meinen dritten Schuss und dritter Schuss wäre ja Durchschuss, ne? Ja, nur nicht ganz bei den Kanonen. Ja, dann 3 auf 2. Ist raus. Jetzt. Okay, dann gehen wir nach grün linke Seite. Also ein höher und linke Seite. Okay. Linke Seite blinkt. Bei grün? Ja. Ein höher, das ist gelb. Ach, das ist gelb. Geh ein höher. Och, warum sieht das denn so komisch aus? Grün, linke Seite blinkt auch. Ist da noch eine intakte? Auf der grünen Ebene? Ja. Mitte und rechts. Mitte und rechts, grün. Dann geh in die Mitte. Ist unsere Hauptkanone. Ja, dann stell die auf volle Pulle ein. Also auf alles, was geht. Also auf 4. Die sind unten rechts drin. Ja, aber bleib... Genau, stell die auf 4 und schieß mal da eine Salbe rein. Die sind unten rechts. Wie kann ich die jetzt platt machen? Ich muss mal nach Orange gehen. Wie sieht das denn hier aus? Oh, da haben sie schon ordentlich reingeschossen. Auf der linken Seite, ne? Ne, unten auf der rechten Seite sind sie im Moment. Ja. So. Weil wenn wir die voll aufdrehen, die Waffe, dann streut die ja zur Seite. Hm. Hauptkanone voll aufgedreht. Ist gezündet. Und weg. Dann nochmal... Schick direkt noch einen rein. Stell ich die hier mal auf 4. Hoffentlich klappt das hier alles mit der Verbindung und so. Beim Testen war ja so ein bisschen manchmal das Problem, wenn ich so schnell geladen habe, dass der Server nicht hinterher kam. Ach, das wird schon passen. Oh, meine Kanone hat sich in die Luft gejagt. Okay, die untere Ebene ist ganz durch. Das war's dann. Okay. Aber die gelbe rechte Ebene, die ist noch ordentlich. Die haben natürlich mit ihren Höhenwaffen, die wir nicht ausschalten können, haben die natürlich den Vorteil, können sie uns langsam mürbe machen. Ich glaube, wir sind ziemlich im Vorteil. Die haben nur mehr unten die so wirklich. Aber... Mhm. Wir können da halt nicht mehr reinschießen. Unser Dach sieht noch fast gut aus. Nur an der einen Seite nicht. Ich war gerade nicht so.
nur ein bisschen rechts neben unserer Treppe. Da, wo der eine Treppenaufgang ist. Eigentlich wollte ich in die Kommandozentrale, aber... Die ist bei gelb. Ja, ich bin bei grün. Bei gelb ist Mitte auch noch, oder links, aktiv. Links? Ja, gelb, links neben der Kommandozentrale. Okay, dann schieß da mal noch. Ja, ich bin gerade mal gucken hier. Oh, also Mitte, Hauptkanone sind wir durch. Ja, aber richtig. Sieht an vielen Stellen durch. Da kommt einer rübergeflogen. Da ist einer außerhalb seines Wortes. Das ist doch wahrscheinlich unser lieber Kumpel, unser Moderator. Ja, ja. Vergiss nicht zu essen auch. Ja, hab ich. Ach. Sieht aus wie ein Schweizer Käse da drüben. Ohne Witz. Ich will nicht wissen, wie unser Wargi aussieht. Aber ich glaube nicht ganz so schlimm. Also, die haben schon richtig Durchschüsse da drüben. So. Ja, aber Durchschüsse gab es bei uns noch gar keine. Nee, bei uns ist noch alles begehbar. Ja, aber wenn die sich jetzt unten da verkriechen, ihre Kanonen, und langsam hochschießen. Soll ich jetzt gelb rechts machen? Okay, aber jetzt immer auf volle Pulle aufdrehen, damit wir mehr Streuschaden machen. Ich schieß mal hier nochmal durch, weil ich glaube, die hatten hier noch Kanonen. Sonst kannst du ja auch noch mal sondieren, wo die gerade her schießen. Ja, ich guck mal, wenn die Höhenstreus haben, dann versuche ich da mal mit einem Pfeil und Bogen reinzuschießen. Ja. Jetzt lag es gerade richtig bei mir. Was haben die gemacht? Ich weiß nicht. Also die Framerate geht gerade runter. Bitte verzeiht das. Liebe Zuschauer. Aber so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Man kann da aushalten. So. Auch auf 2 nochmal. Meinst du, ich soll noch einmal schießen? Ich habe jetzt schon zweimal mit der auf 4 geschossen. Ich geh mal. Ah, ich weiß es nicht. Du könntest mal... Ja, du könntest mal vielleicht aufs Dach gehen. Und da schauen. Ja, wie gesagt, da ist nur an einer Stelle eine Linie. Ja, dann geh doch mal auf dem Dach und versuch mit den Feuerpfeilen in die unteren Löcher da bei denen zu schießen. Also in diese Lupfkanonen von denen, während die gerade beladen. Okay. Mhm, ja, hier ist jetzt halt das besagte Loch. Von oben? Interessant. Das geht bestimmt total nach hinten los. Ja, pass auf, dass die sich nicht treffen, aber die Artillerie sind bestimmt ausgeschaltet bei denen. Ja, also hier ist nur an einer Stelle ein Loch. Also die müsste ja ergo dann kaputt sein. Hier steckt sogar ein Pfeil drin. Warum steckt ein Pfeil auf unserer Seite? Die haben versucht zu schießen. Ja, aber warum auf unserer Seite? Haben sie hingeschossen zu uns? Ja, aber wieso steckt der auf unserer Seite der Mauer? Ich weiß es nicht. So, ich schieße jetzt noch ein letztes Mal hier mit. Ich sehe die. Wo sind die? Da unten rechts. Unten rechts? Beladen, ja, unten rechts. Ja, schieß da rein. Bin dabei. Oh Mann, das ist ja richtig weit weg. Das ist die Höhenstreu aber. Die können die mich treffen mit der Höhenstreu? Die Höhenstreu ist raus. Das ist gar kein Feuerbogen. Ein Feuerbogen. Ja, wo ist ein Feuerbogen?
Ja, was soll ich machen? Ich kann ihn nicht treffen. Hä? Ja, ja, kann, wir können nichts machen. Eigentlich sollte das ein Feuerbogen sein. Den wir sind hier unten haben. Rechts in der in der Höhlenstreu. Jetzt sind sie vielleicht unten links. Gerade waren sie rechts. Ich habe da das Ding abgebaut. Ich sehe hier wieder nichts. Warum rendert der das nicht nach? Ey, das ist richtig. Jetzt sind sie unten links. Siehst du? Da bauen die jetzt an. Ich könnte den Pfeil dahin schießen, bestimmt. Ja, dann schieß. Ja, aber das ist kein Feuerbogen. Das ist auch deren einzige Kanone, die noch einigermaßen... Ja, die unten rechts. Siehst du? Die beladen sie jetzt auch wieder. Ja, aber warum... Das ist blöde. Da können wir doch nichts dran ändern. Die können wir doch nicht platt machen, die Kanone. Wie kann man nochmal ranzoomen? Geht das noch? Gibt's nicht. Geht nicht hier in Minecraft. Da oben rechts. Steht da mit dem Bogen. Die haben da Dispenser. Die haben Feuerbogen. Die haben Feuerbogen. Der hat gerade einen Feuerball geschossen. Guck mal. Ist vielleicht noch irgendwo in der Kiste einer? Nein, also ich habe nur einen normalen Bogen. Doch hier, ich habe noch, hier sind Feuerbögen in der Kiste noch. Mit Unendlichkeit. Ich geb dir einen, ich bring dir einen mit. Ja. Ja, dann kann ich den alten erstmal ins Inventar. Ja. Hast du noch Pfeile? Der hat Unendlichkeit, brauchst nur einen Pfeil. Hast du einen Pfeil? Ja, habe ich. Ich habe noch 35. So, dann gehe ich wieder nach da an mein Löchchen. Das ist ja auch lustig, packen uns einen kleinen Feuerpfeil hier. Also das ist unfair, wissen wir? Das müssen wir... Ach, denn der Schank loadet bei mir nicht nach, wenn die das reloaden. Ich feuer auf rechts, du auf links. Okay. Aber ich glaube, die trauen sich nicht. Nee, warte, dann geh ich nach rechts, weil bei mir hat rechts der Schank geladen. Geh du nach links, weil ich sehe das sonst nicht. Ja, die verstecken sich jetzt, ne? Wahrscheinlich wollen die jetzt ihre Mörser da machen. Ne, die haben wir alles schon zerschossen. Ja, was wollen die denn jetzt machen? Wir haben alles schon zerschossen. Wollen die rüberkommen oder was? Komm, hey, Junge, halt mich zurück. Ich frag mal, ob unentschieden ist. Ich glaube, ich habe das falsch geschrieben. Was noch ein bisschen? Die da sind oben drauf. Ja. Dann Feuer. Können wir nicht unsere Höhlenstreu einsetzen oder so? Um die da oben wegzuknallen? Nee. Aber vielleicht. Pass auf, mach du den mal weiter Schaden und versuch nicht getroffen zu werden. Ich zerbomb da mal eine Explosionsgranate rein. Aber hier blau ist alles am Blinken. Die haben aber auch noch einen. Ah, warte mal. Die Kanone, die flicke ich hier. Oh, hier sind sie tief rein. Die Kanone... Jetzt muss ich mal einmal gucken, ob die noch alles an Verdrahtung hat. Aber es sieht wirklich gut aus. Oh, ich habe das Redstone weggemacht. Die schießen jetzt wieder von oben rechts. Von oben? Mhm. Da, wo das Loch ist, sind gerade wieder welche reingekommen.
Alter, ist das ein Scheiß hier. Ich hab mich hier ein bisschen... Ach. Verdammt. So, jetzt aber. Okay, ich komme hier gar nicht raus. Ich habe mich so total blöd eingebaut. Okay. Ach, ich feuer einfach mal. Auf gut Glück. Ich habe kein TNT mehr. Haben wir eine Truhe. Das lacht ordentlich. Ja, das ist eigentlich okay. Ja, ja, aber ich nehme ja auch noch gleichzeitig auf und so. Ja. Ne, und irgendwie ist das gerade ein bisschen blöde. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt auch einfach mal so tue, als wäre ich weg? So. Dann können die da auch nicht mehr. Ich mach da mal eine Streukanone rein. Jetzt. Ich hoffe, die fliegt nicht in die Luft. Ich glaube, die fliegt in die Luft! Pass auf, geh recht von der rechten Seite weg. Geh nach links rüber. Bin ich. Alles gut. Ist nicht in die Luft? Wo ist denn der zweite? Ich bin. Mir ist alles okay. Da steht noch ein TNT drin, ey. Ohne Witz. Jetzt hat er mich beinahe gehabt. Oder ich brenne. Er wird gut. Ich verstecke mich mal. Naja. Habe ich denn irgendwas getroffen? Weiß ich nicht. Habe ich nicht genau hingeguckt. Ich werde hier gerade ziemlich unter Schuss genommen. Er hat sich gut eingeschossen. Ja, dann versteck dich, wenn es zu brenzlig wird. Ich kann nicht erkennen, wo die sind. Hast du geschossen? Ja. Mache ich da überhaupt irgendeinen Schaden mit? Muss mir vorher mal Bescheid sagen, dann kann ich gucken. Boah, bei mir rendert das schon wieder nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich sehe einen. Ich habe die Sichtweite doch hochgestellt. Grafikeinstellung. Wolken aus. Weiche Beleuchtung aus. Grafik auf. Schnell, so, fertig, zurück zum Spiel. So, jetzt geht's auch. Wo sind sie denn? Da oben links. Gerade jemand. Hast du gefeuert? Nein. Die schießen von unten rechts. Ich versuche da die Kanone zu treffen. Ja? Ja. Ja, sauber. Da unten können wir die leicht erwischen. Wenn die da vollgeladen sind. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Da ist jetzt ein riesiges schwarzes Loch. Oder? Der Wasserfall links hat nachgelassen. Ich glaube, die rechte Kanone haben wir. Und dann rüber zur linken Seite. Oder? Ich meine, die rechte Kanone haben wir. Erwischt. Da war auf jeden Fall. Sind denn unsere rechts noch? Nee, ach, wir haben ja so tief keine Kanonen, das ist das Problem. Ja. Aber sonst haben die keine Kanonen mehr. Also die linke noch. Ich glaube, wir haben da unten reingeschossen, ich sehe das nicht ganz, aber... Okay, dann gucken wir mal, dass die nicht nach links gehen. Ja, ich halte Linkswache. Wir kämpfen jetzt schon zwei Nächte, oder? Was machen die denn? Also, weiß ich nicht, wir kämpfen ziemlich lange schon. Aber das ist ja auch ein Special. Okay, dann halt du mal Wache, ob die da was reinstopfen. Aber pass auf, die gehen vielleicht aufs Dach. Hm? Nee.
Ja, ich hab die untere Kanone erwischt mit dem brennenden Pfeil. Aber er konnte entkommen. Ja, ich habe vorhin extra mal, wo ich hier oben stand, nicht mit brennenden Pfeilen geschossen, damit er nicht weiß, wie nah ich dran bin. Schieß noch mal ein paar Salven. Wir können noch. Ja, also wir wir haben keine Startschwierigkeiten. Wir können noch ordentlich schießen. Soll ich mal gehen? Da oben auf dem Dach. Jo. Aber ich glaube, das ist. Ich habe ihn angezündet. Denken. Ich habe ihn angezündet. Komm, in der Mitte ist der. Ich hab ihn nochmal. Ja, du kannst besser Pfeile schießen als ich. Der ist da rechts. Ich glaube, der macht nur Belustigung. Ich glaube, wir haben das Ding absolut gewonnen. Ey, soll ich rechts nochmal? Unten links. Ja, hat der gerade was repariert. Da unten. Hast du gesehen? Boah, ich frage mich, ob ich da irgendwie reinschießen kann. Da, siehst du? Da hockt der. Macht der die Kanone bereit? Ich weiß nicht. Dann gehe ich mal wieder runter in das Kanonendeck und guck mal, ob ich da irgendwie hinschießen kann. Die muss ja auch nur ein bisschen schießen können. Die muss ja nicht perfekt funktionieren. Hier, was ist denn hier kaputt? Ich teste es einfach mal. Sieht gut aus. Hier abdrücken ohne. Nö, ich mach da direkt einen vollen Schuss. Nein! Hat er die angezündet? Nein. Aber ich wurde gefilmt und. War das unser Schuss? Ist hier was angekommen? War das unser Schuss? Nee. Irgendwas hat gefeuert und ich habe nichts nicht. Ich feuer jetzt. Ich feuer jetzt. Achtung. Und? Wie war der? Ja, aber ein bisschen zu tief. Ja, kann ich nichts dran erinnern. Ja, ich habe ihn getroffen. Ein bisschen streuen vielleicht. Ja. Sind wir denn schon da tief drin? Auf der passenden Tiefe? Mit der, wo ich gerade gefeuert habe? Ja, ich werde gerade beschossen. Ich muss schnell. Mach die ein bisschen höher. Also wäre super, wenn. Ja, die müsste mittig sein, aber schieß, ja. Beide stehen jetzt, glaube ich, oben auf dem Deck und feuern. Haben die denn noch eine Art. In der Mitte. Nee, die beiden stehen in der Mitte da, wo sie immer stehen. Aber die haben keine Kanone mehr, ne? Achtung, ich feuer. Nein, ich fall dieses blöde, verkackte Ding runter. Tja, das war's für dich. Richtig blöde. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Also, aufgeben werde ich auf gar keinen Fall. Bleib ich denn jetzt draußen? Ja, du kannst. Oh nein. Ich mach mal wiederbeleben. Ja, mach mal wiederbeleben. Und guck mal jetzt zu. Jetzt stehe ich aber bei denen auf den. Jetzt stehe ich aber bei denen auf den Dingens hier. Ja, aber nichts machen. Ja, ich mach nichts. Ich stehe hier einfach. Guck in die Luft am besten. Ja, das finde ich jetzt blöde, ey. Wir haben die auf jeden Fall. Deren Wargi ist platt, ey, wenn das jetzt am Bogenfight liegt, nur dass du da runtergefallen ist, ne? Auf einmal war das Ding zu Ende. Ah, das rendert schon wieder nicht, ey. Also bei denen piept alles. Oh nee. Ich brenne.
Okay, dann machen wir jetzt mal einen Schnitt und sehen uns gleich in der Schadensanalyse wieder. So, wie eben angekündigt, sind wir jetzt in der Nachbereitung. Jetzt sehen wir das Ergebnis dieses Kampfs und jetzt gibt es eine Entscheidung, ob wir ein Unentschieden hatten, ob es einen Sieg gab und inwieweit wir in eine Revanche gehen. Und ich gebe jetzt mal an die beiden Teams weiter. Ich ziehe mich jetzt mal aus der Moderation zurück und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und jetzt, let's go, Teams! Erzählt uns, was passiert ist! Also, ich würde sagen, die Redaktion Holtex hat das Ding eindeutig gewonnen, weil man sieht es anhand des Schadensbild. Wir hatten hier einen Durchschuss, wir haben mehrere Durchschüsse, wir haben die meisten Kanonen ausgeschaltet. Also das gegnerische Wargear ist ziemlich kampfunfähig und unsere sieht noch ganz gut aus. Wir haben viele noch aktive Kanonen. Ja, und deswegen würde ich sagen, haben wir eindeutig gewonnen. Dafür habt ihr aber einen Spieler verloren. Genau, ich würde sagen... Ja, der ist das Dach runtergefallen, da kann auch keiner was für. Das ist egal, ich würde sagen, wir machen es wie beim Boxen. Und beim Boxen. Warte, ich guck mal, was bei euch alles kaputt ist, die ist kaputt. Beim Boxen kann man ja mit Punkten vorne liegen und am Ende trotzdem ausgeschaltet werden durch ein Knockout. Also... Also ja, gibst du quasi zu, dass wir weit vorne liegen? Ja, das kann ich ja nicht abstreiten. Ich muss mich an der Stelle mal einschalten, denn wenn das halbe Team ausgeschaltet ist, ist noch nicht das ganze Team ausgeschaltet und damit ist das kein technisches K.O. Dazu hätte der Professor ebenfalls vom Dach fallen müssen. Ja, aber und das ist nicht vom Dach gefallen. Ja, das gut, ist richtig, aber so bleibt das Team ja aktiv. Auch eine Person kann weiterkämpfen bis zum bitteren Ende, kann stundenlang weitermachen und da können zu wir zweit jetzt... geht das auch. Also ich sag mal ganz klar, wir lassen die Abonnenten entscheiden. Ja? Genau. Also wir gucken mal, wie viele Likes unter dem Video. Ich könnte doch jetzt nicht über meine Doofheit entscheiden. Das heißt, also, wenn ihr die Videos seht, es entscheiden am Ende die Likes bei der Redaktion Holtex. Das heißt, der mehr Likes hat. Also das ist letztendlich gut. Unfair, aber am Ende wird dann doch der... Ja, besser. Aber das geht nicht so. Schreibt ich, also, in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewonnen hat. Ja, genau, also ihr. Und wer der Sieger der Herzen über die Löcher verloren. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. So, Also ihr habt es damit gehört. Geht auf die Kanäle der Redaktion Holtex und geht auf die Kanäle der Wargear Gamers und dann bitte votet für das Team, das meint, das gewonnen hat. Geht dahin und gebt denen einen Klick dafür, dass der Sieg am Ende über die Klicks entschieden werden kann. Und auch die Abonnenten der Redaktion Holtex, geht zu den Mindword Gamers. Egal, ob ihr sie kennt oder nicht, geht hin und entscheidet. Entscheidet, seid fair, geht alle hin. Alle, die das eine Video gucken, geht auch zum anderen Video und klickt da hin, wo ihr glaubt, dass der Gewinner ist. Und wenn ihr die andere Sicht sehen wollt, schaut bei dem Kanal der Mindworlds Gamer vorbei. Oder wenn ihr von den Mindworlds Gamern die Zuschauer seid, schaut bei uns vorbei. Und wenn ihr die Moderation, also das Außengeschehen sehen wollt, dann guckt auf den Kanal des Mittelalterstudios Windtor nach. Denn die haben die Außenansicht, die haben hier ein bisschen moderiert und sich das Ganze angeguckt, während wir gekämpft haben. Ist vielleicht sogar noch interessanter als die Innenansicht. Bei uns findet ihr in der Beschreibung auch noch die ganzen Links zu den anderen Sichten. Genau. Werden wir genauso machen. Okay. Hoffentlich seht ihr dann auch bei der Außenansicht meine Zeitlupe, wie ich vom Dach falle. Das nee, muss eine Zeitlupe nicht, werden. Leider nicht, ich weiß nicht, wo du vom Dach gefallen bist, Bulliger. Ich bin hier vom Dach gefallen. Ich habe den Überblick über die Löcher verloren. Ah, das ist ein bisschen, ist ein bisschen blöd, aber das war deine Schusseligkeit. Ich denke, wir machen jetzt Ende mit dem Video. Ja. Ergebnis genau. Ist eindeutig. Nicht. Das entscheidet ihr, liebe Zuschauer. Ist das Ergebnis eindeutig? Ich möchte noch eine Sache sagen, die ist ganz wichtig. Ja, gerne, Professor. Wir machen das hier wirklich aus Spaß. Wir sind Freunde miteinander. Ja. Und wir möchten jetzt nicht, dass ihr rüber zu den anderen Kanälen geht und irgendwie hatet oder so, nur weil wir gegeneinander gekämpft haben. Das ist ganz wichtig. Das war eine Spaßsache. Wir haben super viel Spaß gehabt dabei. Und bitte, bitte macht keinen Stress, okay? Genau. Sonst seid ihr so dumm wie ich. Genau, alle, die haten und alle, die Stress machen, die sind wie jemand, der vom Dach gefallen ist. Also merkt euch das gut. So. Wenn ihr nicht Dachfaller sein wollt, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ja. Bis dann. Genau, Dankeschön. Bis dann. Wir tschüss. Wir bedanken uns auch. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
Thank you.